Ja, hier an dem Stacheldraht sieht man, dass ein Reh hängen geblieben. Und sogar ein bisschen Blut und auch ein bisschen Fleisch noch mit dabei. Hat sich da verletzt. Hier überall liegen Haare. Das hier ist das Winterhaar vom Reh. Das ist deshalb unter Anglern so bekannt, weil es innen hohl ist und exzellent schwimmt. Also kann man sehr, sehr gute Trockenfliegen draus binden. Die Schwimmfähigkeit davon ist enorm. Benutze ich selbst auch viel. Aber natürlich bitter, wenn hier in der Landschaft, hier liegen auch Stacheldrähte auf dem Boden, diese Dinger irgendwo gespannt sind, ist natürlich Riesenverletzungsgefahr, ganz klar. Wenn man mal guckt, hier liegt wirklich alles voll. So, jetzt herzlich willkommen bei Einfach Angeln. Ihr hört vielleicht, dass meine Stimme leicht lädiert ist. Auch hier ist es wie mit meinen Händen keine spektakuläre Geschichte. Ich bin einfach nur erkältet. Deswegen ist meine Stimme weg, aber ich hoffe, dass das nächste Woche wieder besser wird. Wir sind heute an einem relativ großen Forellenbach unterwegs, der sehr viel Wasser gerade führt. Hier ist es, man kann es sehen, denke ich, immer noch unfassbar kalt. Wir haben nachts immer noch Frost und auch tagsüber geringe Temperaturen, sehr, sehr hohes Wasser. Wir versuchen es auf jeden Fall trotzdem. Fiedern wollten wir eigentlich, das schiebe ich nach hinten, wenn es wieder wärmer wird, weil da die Aussichten, glaube ich, im Moment noch schlechter sind. Ich wollte euch nur mal ein bisschen auch zeigen, wie ich so rangehe. Wie gesagt, das Wasser ist heute sehr hoch, sehr, sehr stark. Und auch wenn Bachforelle Strömungen liebt und sauerstoffreiche Stellen liebt, jetzt im Moment ist dieser Bach so kalt, dass der überall sauerstoffreich ist. Deswegen kann es jetzt am Anfang echt ein Fehler sein, so diese typischen, ich sag mal, Sommerspots zu beangeln, weil auch die Bachforelle jetzt im Moment noch ein bisschen versucht, Energie zu sparen. Deswegen suche ich gezielt gerade gar nicht so sehr die Spots, die ich sonst befischen würde, wenn es schon ein bisschen wärmer wäre, sondern schon ein bisschen eher ruhigere Spots. Hier zum Beispiel sieht man, die Hauptströmung schießt hier durch. Da warte ich gleich durch. Und auf der Gegenseite haben wir so eine kleinere Strömungsfahne, so eine kleinere Rinne, bei der man sieht, dass die Strömung viel, viel geringer ist. Also ich erwarte den Fisch gerade eigentlich, Bachforellen untypisch, eher in diesen bisschen ruhigeren Bereichen oder den Ausläufern von den harten Strömungen. Und fische auch meinen Spinner, Wobbler, was auch immer. Ich fische im Moment manchmal sogar so gegen die Strömung, dass er eher langsam geführt ist als zu schnell. Weil, wie gesagt, auch Bachforelle gerade, wir haben ja mit Sicherheit nur 6, 7 Grad Wassertemperatur, im Moment immer noch relativ ruhig ist. Ob es aufgeht, werden wir sehen. Ja, mein Eindruck hat mich leider nicht getäuscht. Für ein Forellengewässer ist heute hier richtig wenig los. Habe ich euch ja schon x-mal erzählt, Forelle ist eigentlich aggressiv, attackiert gern und viel. Man hat oft Nachläufer und so. Hier merkt man heute, dass noch richtig Winter ist unter Wasser. Ganz, ganz wenig Bewegung. Ist aber auch nicht so schlimm. Der Hauptgrund eigentlich, weshalb wir ja hier sind, ist, wir haben in der letzten Folge ja schon drüber gesprochen und auch schon angefangen, wieder der nächste Teil unseres Routentests. Ich habe heute wieder eine andere Kombo dabei, die ich für euch ausprobieren will, die ich testen will, weil wir ja von Einfach Angeln diese Komplettsets anbieten wollen, also hochwertige Kombos anbieten wollen, mit denen ihr jahrelang Spaß haben werdet. Und deswegen, wie gesagt, bin ich eigentlich extra heute ein größeres Forellengewässer gefahren, dass wir auch ein bisschen unterschiedliche Gewässer befischen. Hier ist viel Strömung drauf und teste gerade diese ganz
ja, neue und auch von mir unbefischte Kombo für euch. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich bin sehr begeistert. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt auch mal noch einen Fisch kriegen würden. Ja, gerade die erste Walforelle dran gehabt. Ich glaube, man hat es gesehen. Eigentlich recht guter Fisch, so ein bisschen über 30. Hat aber ganz komisch genommen, also nur ganz, ganz zaghafter Anstupser. Und war auch sofort wieder weg. Konnte ich gar nicht groß drauf reagieren. Ich habe gesehen, hing ganz, ganz vorne nur so ein bisschen. Und ist sofort wieder ausgestiegen. Also der Biss war eigentlich kaum spürbar und auch überhaupt nicht aggressiv. Die hing ganz kurz. Kann passieren. Könnte sich heute noch übel rächen, weil wir nicht viele Fische kriegen werden. Die ist schön. Okay, das war mehr oder weniger Echtzeit. Ich habe gerade gesagt, wir werden nicht viele kriegen. Jetzt gerade eine richtig schöne gefangen. Schöne 30er Wachforelle. So, ich zeige sie euch in ihrer vollen Pracht. Super schöne Wachforelle. Perfekte Größe auch. Denke ich, haben wir schon oft drüber gesprochen. Diese so, ich sag mal 30 bis 35 cm ist für mich ein guter Fisch zum Entnehmen. Und die hier passt wirklich perfekt. Noch schlank, sieht man. Durch dieses kalte Frühjahr jetzt. Aber schon super schöne Speisegröße. Damit bin ich total zufrieden. Gerade eine hier verloren, also dieser quasi hier recht ruhige Bereich, hat es in sich. Da stand offensichtlich mehr als eine. Ich glaube nicht, dass das die gleiche war. Das passiert in der Regel nicht, wenn die den Haken mal gespürt haben. Also Bachforelle nimmt schon auch zweimal. Wenn ihr seht, ihr habt nur Nachläufer oder so, lohnt es sich auf jeden Fall, den Platz weiter zu bearbeiten und zu beangeln. Meistens ist es aber so, wenn die mal einen Haken gespürt haben, irgendwas, sind die natürlich verschreckt für den Tag. Deswegen denke ich, es war noch mal ein anderer Fisch, aber ähnliche Größe. Ja, bin ich total zufrieden mit. Ja, nach dem guten Fang bei dieser Kälte gönne ich mir erst jetzt mal einen Kaffee. Ich finde, manchmal muss man es auch mal ruhen lassen, mal sacken lassen. Geht ja auch nicht immer nur darum, so viel zu fangen, wie es irgendwie geht. Ich will noch mal kurz ein bisschen für euch auf diesen Routentest eingehen. Ich fische ja wirklich schon seit quasi 30 Jahren fast ausschließlich, oder nee, nicht ausschließlich, aber ganz, ganz viel Bachforelle, ganz viele Klein- und Kleinstgewässer. Und ich finde, gerade bei dieser Angelei macht es unglaublich viel aus, dass ihr eine Route habt, mit der, also die einfach passt, die in dieses Köderspektrum passt, von einen kleinen Spinner bis zu einem kleineren Wobbler und so weiter, dass diese Köder gut zu werfen sind, präzise zu werfen sind, aber auch noch zu führen sind. Und dass ihr auch im Drill von diesen ja überwiegend eher kleineren Fischen Rückmeldung kriegt, dass die weich genug ist, dass ihr die Forellen nicht verliert, weil die gerne ausschlitzen, gerade in diesen harten Strömungsbereichen und so weiter. Dann sollte die handlich sein, gut ausgewogen sein, kurz sein, das Griffstück darf auf gar keinen Fall zu lang sein. Die Bremse an der Rolle muss unglaublich gut und präzise ansprechen. Die darf absolut kein Ruckeln oder dergleichen zeigen. Ich finde, dieses ganze Angeln hier im Nahbereich und dieses extrem feine Angeln macht unglaublich viel mehr Spaß, wenn ihr eine
ja, richtig passende Kombo habt. Ich selbst habe lange Zeit mit katastrophalen Kombos geangelt, einfach aus Unwissenheit. Und deswegen, ja, diese Mühe quasi hier alle möglichen verschiedenen Routen und Kombinationen auszuprobieren, um schlussendlich das Bestmögliche zu finden, was ich selbst dann auch fischen werde. Macht richtig viel Spaß, muss ich sagen. Die hier gefällt mir richtig, richtig gut. Aber das Ergebnis kriegt ihr erst am Ende, wenn ich mal alle durchgetestet habe. Es sind ja doch insgesamt 5 komplette Kombos. Ich werde gleich mal noch einen Wobbler drauf machen, um zu gucken, wie es sich mit dem Wobbler fischen lässt. Und ja, mal gucken. Ich denke, dass ich so eine wirklich absolut perfekt passende Kombo finden werde für kleine bis zu mittelgroße, schnell fließende Forellengewässer. Ja, ich glaube, ihr könnt es die ganze Zeit sehen, das hier ist ein absolut traumhaft schöner Forellenbach. Richtig, richtig viel Struktur, schnelle, ruhige Abschnitte, immer im Wechsel, viel Holz drin, viel Unterstände. Ich fange jetzt zwar heute wenig, aber das habe ich ja auch vorne, also im Vorfeld schon gesagt. Wir hatten Hochwasser, kalt, warm, die ist total chaotisch gerade dieses Frühjahr. Das denke ich, habt ihr alle bemerkt. Und deswegen, ihr müsst so einem Gewässer schon auch mal öfter die Chance geben. Nur, dass wir heute nicht wie Fische fangen, heißt absolut nicht, dass nicht hier überall Bachforellen stehen. Ich bin auch überzeugt, aber wir gerade angeln, sind Bachforellen, die nur einfach gerade aus irgendeinem Grund absolut nicht in Fresslaune sind. Den einen oder anderen Fisch, hat man ja gesehen, kriegt man trotzdem, vielleicht auch mal aus Aggression oder so. Aber lasst euch nicht täuschen, der Anfang der Bachforellensaison, wenn es noch sehr kalt ist, ist oft so, dass es schwierig ist. Ich finde dann, wenn im Mai die Temperaturen hochgehen, merkt man, dass es sich komplett verändert. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sein kann, dass man diese Strecke hier abläuft zu besseren Bedingungen, konstanteren Bedingungen, auch ein bisschen wärmeren Bedingungen, dass man dann 20 Bachforellen fangen kann. Also wie gesagt, einmal so ein Gewässer zu testen, genügt einfach nicht. Also das hier ist sicherlich trotzdem ein sehr guter Forellenbach. Heute ist einfach kein so guter Tag, das gehört auch mit dazu. Alter, dieser Stacheldraht überall. Ja, ein sehr kalter, aber sehr schöner Angelmorgen geht zu Ende. Der Bach hatte richtig viel Wasser, habt ihr gesehen. Das Gewässer insgesamt ist traumhaft schön, da werden wir auf jeden Fall noch mal zusammen hingehen. Da bin ich mir ganz sicher. Eigentlich bin ich ganz froh, dass es so extreme Bedingungen waren, weil ich so auch diese Route mal testen konnte mit viel Wasser, mit viel Druck. Ich finde, auch das muss eine gute Forellenroute abkönnen. Man fischt ja nicht nur immer an kleinen oder langsamen Gewässern, von daher war das völlig in Ordnung. Ja, beißfest war es heute keins, aber ich habe einen sehr schönen Fisch gefangen, der auch genau in meinem Fenster liegt. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Den kann man mit gutem Gewissen mitnehmen, auch perfekte Speisegröße. Manchmal bin ich auch ganz froh, auch wenn es ein bisschen doof klingt, nicht so viele Fische zu haken. An so Forellenwäschen an guten Tagen kann es auch vorkommen, dass man Biss auf Biss kriegt, dann auch oft kleinere Fische, große Köder nehmen. Und da verangelt man dann unter Umständen auch ganz viel. Von daher bin ich echt rundum zufrieden.
mit dieser schönen Bachforelle. Wie gesagt, muss auch nicht immer Massenfänge sein. Das ist einfach so. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich ohne Verband und vielleicht dann auch wieder mit Stimme. Ansonsten wäre ich froh, ihr abonniert den Kanal, wenn euch die Sachen gut gefallen haben. Und guckt auch gerne mal unter einfachangeln.app nach. Informiert euch über unseren Online-Vorbereitungskurs zur Fischerprüfung. Und wie gesagt, dann sehen wir uns nächste Woche wieder.